Hallo und herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge von Scrap Mechanic! Cardfight! 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 Wuhu! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ding, ding, ding. Wir brauchen eine Glocke. Wir haben neue Battlebots von Accelerator bekommen. Yay! Ja. Danke. Ja, danke. Also das ist Set Nummer 2 und euch erwartet nächste Woche noch ein Set Nummer 3. Was? Ja. Wie geil. Ja, das hier sieht schon wieder so cool aus mit dem toten Kopf. Der hat Feiertage und Ferien und so, da hat er Zeit. Ah. Merkt man. Ja, genau. Also wir suchen uns jetzt wieder, wie gewohnt, ein wunderschönes Fahrzeug aus. Was nehme ich denn? Ich nehme den hier gucken. Mal. Xaug ist irgendwie näher gerückt. Ich darf nicht bei Xaug. Ach so, ja, stimmt. Ich nehme jetzt das da. So, da ist auch schon offen. So. Oh, ich sehe, mein Fahrzeug steht falsch rum. So, jetzt ist es glaube ich richtig rum. Ja. So. Okay. Ich bin gespannt. Oh nein, du hast das gleiche wie ich. Echt? Ja. Oh, das kann interessant werden. Ich würde das Knopf drücken. Was wird übel? Setzen. Knopf drücken, hinsetzen. Konto und läuft! Liebe Leute, haltet euch fest! Ja, festhalten! Dumm! Ach herrje, was passiert hier? Oh, du Arme. Boah! Hä? Boah! Wieso roll ich denn so? Wegen dem Düsen. Oh, du bist schon draußen. Was? Hä? Gut. Ja. Ah, jetzt. Bei mir war ich nicht draußen. Okay. Ich sollte mir vorher angucken, wo die Knöpfe wie sind, verdammt. Ich hab den immer noch nicht rausgefunden, Knopf 2 war wahrscheinlich so. Ich häng fest. Okay. Na gut. Das war mal grandios und. Fahren! Oh, oh! Lass dich mal berühren. Was? Ich bin stabiler als du. Verdammt. Das Ding war so instabil. Das war nicht instabil, das war super. Ich fand's instabil. Ich hätte es mir aufheben müssen für bessere Zeit. Ey, wo bist du hin? Hä? Bin auf meine Seite gegangen. Aber ich kann ja auch selber rein. Fahrzeug aussuchen. Achtung, da und? Gar nichts. Da schau, das Fahrzeug fällt stattdessen um. Stimmt, du bist stabiler als das Fahrzeug. Seltsam. Oh, Punkte, Punkte! Es gibt ja noch Punkte! So, null. Ja, nehmen Sie sich einen Punkt. Yippie, ich habe einen One-Point. Super. Ich bin jetzt doch schon etwas stolz, dass ich schon... dass du schon einen Punkt hast. Dass ich schon ein Pünktchen habe. Na toll. Warte nur, mit dem mache ich dich fertig. Ja. Nicht gucken. Nicht gucken. Ich hätte es aber beinahe getan. Ich nehme jetzt mal das kleine Ding da. Ich glaube so. Das ist jetzt gar nicht so schlecht, etwas Schwächeres jetzt zu nehmen. Also es sieht zumindest schwach aus. Schauen wir mal. So. Ich bin da, du auch? Ja, ich drücke auf das Knöpfchen, ich setze mich. Und bin bereit. Für Action. Fällst du gerade runter? Okay, ich warte. Es kann losgehen. Gut. Toll. Du hast dasselbe genommen wie ich. Hab ich nicht. Tatsächlich. Oh oh. Was ist mit dir? Ah, du liegst auf dem Rücken. Oh oh. Ich muss aufpassen. So. Ich kann nichts tun. Ich muss irgendwie da drunter. Nein. Okay, ich kann ihn auch schieben. Boah, hä? Jetzt hat's hier. Hä? Ja, klar. Hä? Was ist da los? Oh oh, ich befürchte Schlimme. Oh. Oh! Nein, hä? Wieso bin ich denn jetzt am Rand? Ja, du bist da hingeflogen. Ja, Leck hat's gemacht. Leck hat's gemacht? Ja, super, und es fährt vorwärts. Hä? Wieso? Ja, ganz toll. Ja, da sind wir mal. Da sind wir mal fair. So. Das ist halt einfach geleckt. Ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin. Auch. So. Alles rückwärts, kann rückwärts fahren. Wieso ist dann vorhin vorwärts gefahren? Hä? Das weiß ich nicht. Ich stand am Rand und dachte, dann fahre ich halt. Jetzt fährst du ja wieder runter. Ja. Was machst du denn? Ist, ja, weiß ich nicht. Warte, ich drehe dich um. So, dann. Yay! So. Auf geht's. Bereit? Okay, ja. Gut. Toll, den Punkt will ich jetzt gar nicht haben. Wendig.
Quendig. Was machst du denn da? Nudeln essen. Echt? Oh. Und ich lieg voll drauf. Du bist gut geflogen. Hä? Ja, bei mir bin ich nicht geflogen. Bei mir bist du voll geflogen. Ja, tut mir leid. Bei mir nicht. Verdammt. Oh nein. Bei mir lagst du gerade schon unten. Wieso leckt denn das so? Ich weiß es nicht. Ich habe eine Vermutung. Was denn? Weil wir Spiele runterladen. Kann das sein? Nee, eigentlich nicht. Nicht? Oh nein. Ja, den Punkt will ich jetzt gar nicht haben. Das ist ja voll doof. Nein, das ist nicht doof. Schau, ich roll mit runter. Es war fair. Du hast halt Lecks gehabt. Ja, die ganze Zeit und du lagst auf dem Rücken. Das ist pass auf, unfair. Pass auf. Dafür darf ich dir den Punkt geben. Das läuft. Nee, ich verliere sowieso. Das weißt du doch noch gar nicht. Ja, aber warum leckt es denn so? Ja, weiß ich nicht, weil es lustig ist. Also an dem Download kann es nicht liegen. Nein, das liegt nicht am Download. Na gut. So, was sind wir denn hier? Ich probiere jetzt das hier aus. Oh je, das habe ich mir auch gerade gedacht. Ich hoffe, es ist nicht das gleiche. Wie Ist nicht das gleiche. Achso, woher weißt du das? Weil du es nicht mehr hast. Achso, na dann. Dann ist es ja gut. Okay, ich bin gespannt. Bin bereit. Gut. Achso, ich muss ja auch einen Knopf drin. Das wäre eine Idee. Happy Birthday to you. Rabazamba! Was ist das? Oh mein Gott, es dreht sich. Oh! Ach hey, nee, oh, komm ich da überhaupt... Ich komm da gar nicht dagegen an! Das dreht mich einfach runter! Tja... Aber schau mal, wie es wackelt. Hey, bei mir war es gerade so schnell. Das hat mich einfach runtergedreht. Ich kam da überhaupt nicht dagegen an. Tja, da muss man halt gleich rechtzeitig wieder stoppen. Ja, das wollte ich ja gerade, aber... Oh Mann! Ich dachte, das wäre voll cool, das Ding. Setz dich mal hier auf die Mitte drauf. Ja, warte. Ja, das Fahrzeug ist schon geil hier. Hui! Das war nicht weit. Nee, du warst auch bis zu früh runtergehüpft irgendwie. Ich bin überhaupt nicht gehüpft. Ja, nicht du! Also doch schon du, aber nicht du. Geh mal weiter vorne an die Spitze. So, ja, genau. So. Ich hab das vorhin ausprobiert, bei mir stand es dann plötzlich hinten auf dem Arsch. Und hat sich nicht mehr bewegt. Oh, ich hab einen Punkt bekommen. Ja. Sonst werde ich heute wahrscheinlich keinen Punkt mehr drücken dürfen, deswegen habe ich jetzt mal gemacht. Oh, da habe ich ein bisschen Mitleid. Ich nehme jetzt auch dieses Vieh. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das so schlimm ist. Ich bin gespannt. Gut, dass ich schon eins ausgewählt hatte, als du das gesagt hast. Wo ist denn da vorne oder doch hinten? Falsch. Ah, das steht sogar richtig rum. Das konnte bis dann nochmal. Oh, das ist aber schon ein übler Tubok hier. Ja, das ist so lustig, wie man sich dreht. Dann dreht sich das andere nicht mit. So, du wirst gnadenlos untergehen. Sage ich jedes Mal und verliere dann. Uah, nicht rausfallen! Ich wäre fast unten. Uah. Oh, du hast das hat aber Schwung. Boah! Heute hat's wieder rausgeschafft. Nein! Boom! Boom! Oh, schau mal, hier ist eine Stange noch gelb. Das hat mich so irritiert, dass ich überhaupt nicht gescheit kämpfen konnte. Ach so. Das Sport. Oh Mann, oh! Boah, das Teil ist krass. Dreht dich das nicht irgendwie in eine Richtung und du kannst gar nicht dagegen ankommen? Mhm. Du bist wahrscheinlich rückwärts gefahren. Wahrscheinlich. Guck mal, so kann ich es langsamer machen. Schau. Ding und so kann ich es schneller machen. Schau. Hm? Das ist so von der Sicht drin. Ja. Nee, da wird mir schlecht. Ach Mann, ich bin einfach zu schlecht. Schau, die Stange ist gelb. Das hat der extra gemacht, um mich zu irritieren. Ihhh! Oh. Ich darf gar nicht hingucken. Oh, ich bin ausgestiegen. Okay. Okay. Oh Mann. Hi. Na du? Mann, oh.
Ja, eigentlich steht schon fest, wer gewonnen hat. Ja, egal. Vielleicht kriege ich ja noch einen Ehrenpunkt. Mal schauen. Und wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich verliere ich einfach haushoch. Es macht doch nichts. Es geht ja nicht ums Gewinnen. Nein, aber es ist trotzdem deprimierend. Hey, was jetzt los? Fahr mich hoch, hallo? Lol. Ja, toll. Hm? Was ist da jetzt passiert? Nochmal von vorne. Hm. Die Tür ist aufgegangen und das Ding ist nicht hochgefahren. Jetzt geht die Tür wieder zu. Warte, nochmal. Mein Versuch. Jetzt geht's. It's mit Magic. It's Magic! So Magic. Magical. Ist richtig rum? Das ist richtig rum. Rem, dim, 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 rem, jetzt haben wir beide dasselbe, kann es sein? Ja. Okay, ey. Ich bin deprimiert. Ehrlich, oder? Ja, ganz ehrlich. Ach, du armes Ding. Ich habe nur so einen komischen Punkt, den ich überhaupt nicht verdient habe. Den hast du verdient. Nein. Ach komm, Knödel. Jetzt laber nicht. Weil dieses Gelenke schon übel war. Boom! Boah, es leckt. Boah. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich da bin, wo ich bin. Ja, du bist da, wo du bist. Es sieht aus wie so eine Art Motte oder so. Oh oh. Boah, ach du Heil. Okay. Bam! Wo bin ich? Und warum bin ich? Du bist hinter, vor mir. Boah. Ach du! Nein! Was ist denn jetzt? Ich bin noch drin! Ich bin noch drin! Nein, nein, nein! Alles ist. Das war nur ein Leck! Das war. Ah! Okay, jetzt passt. Ja, ich auch gut! Alter Schwede. Das ist halb voll. Ja. Juhu, ich hab einen Punkt! Yay! Ehrlich verdient. Yay! Yay! Juhu, 3 zu 2, ja, das geht ja noch. Gut. Okay, eigentlich 4 zu 1. Guck mal, wir können noch ausgleichen, Mann. Warte mal, pass mal auf. Und zwar hat Sips nämlich irgendwann mal auch eins Cardfight eingeschickt. Ein einzelnes, oder was? Ja. Mhm. Die können wir mal ausprobieren. Leider sind beide rot. Das irritiert mich. Ich kann doch nicht mich selber. Nochmal, was kann das denn? Boah, ich kann hupen. So. Ach, herrje. Okay, das ist tricky. Oh Gott, das sind viel zu viele Tasten für mich. Alles klar. Okay. So, was ist das gut? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Na gut. Dann würde ich sagen: 3, 2, 1, go! Zugegangen. Oh, oh, ja! Oh. LOL! Hä? Was läuft? Was machst du denn? Weiß ich nicht, laggen oder so. Nee, du lagst auf dem Rücken und dann, ja, und dann bist du wieder aufgestanden. Ja, das kann ich halt. Ja, ich merk's. Ich nehme dich aufs Korn. Nein, das tust du nicht. Ah! Nein! Ah. Was zur Hölle? Achtung und? Tschüss! Nein! Du bist. Das ist wirklich noch nicht unten. Runter mit dir! Nein! Was ist auf? Warte, ich muss jetzt. Ja, jetzt ist sie unten. Ach Mensch! Was ist das? Tja. Ich würde sagen, verloren. Manu! Ich würde sagen, ich habe 4 Punkte. Oh Mensch, das zählt. Nein, das zählt nicht hier. So, hallo? Geht's noch? Oh, das tut mir echt ein bisschen leid. Okay. Ich habe immer ein bisschen Mitleid, wenn sowas ist. Das ist immer so. Ja. Hast du dich nicht so dran gewöhnt? Fast immer so. Einmal hast du gewonnen. Echt? Oder? Ja, doch, das kann sogar sein. Ich glaube, ich habe einmal gewonnen. Ja. Wie viel? 10-mal schon? 10-mal! Ich weiß nicht, wie oft haben wir Cardfight schon gespielt? Ach so, gemacht? Ich dachte so. Ich hätte jetzt 10-mal gewonnen. Nein, ich dachte, das wäre ja so oft, wie wir schon Cardfight gespielt hätten. Ja, eben. Na gut.
Wir haben heute auch Geburtstagsgrüße. Ja. Das war am 3. Warum steht da noch einer? Das ist wahrscheinlich zu kurzfristig gewesen. Dann schreibe ich auch nochmal dazu. Und zwar am 23.12., also einen Tag vor Weihnachten, liebe Leute, hatte der Gamer GamePro 44 Geburtstag. Alles Gute nachträglich. Genau, alles Gute nachträglich. Und am 25.12., der war wahrscheinlich sehr kurzfristig, ja. Blaublitz. Das war ein Montag gewesen, da hatte der Blaublitz Geburtstag, genau. Alles Gute nachträglich. Happy Birthday to you. Nachträglich. Und heute hat der René Hellwig Geburtstag. Alles Gute, lieber René. Happy Birthday to you. Ich hoffe, du kriegst auch heute nochmal Geburtstagsgeschenke. Also gut. Geschenke, nicht nur an Weihnachten so. Ach ja, das ist übrigens Geburtstag und Weihnachtsgeschenke. Deswegen gab es an Weihnachten nichts. Gut, wie gesagt, wenn es Ferrari ist oder sowas, dann ist es wieder was anderes. Ein Ferrari, ja. Wenn es nur ein Lego-Stein ist, dann ist es vielleicht ein bisschen gemein. Ja, ein Lego-Stein. Das komische Geschenke gibt es bei dir. Ja, manchmal schon. Ja, genau. Ein paar Leute können wir noch grüßen. Oh ja. Grüßen wir noch ein paar Leute. Und zwar einmal Bisher, Physikcrafter und und seine Fische. Dann Raria und Ghostflow. Dann haben wir Jury Helm, Illuminaten LP AK. Dann haben wir den Thomas Kies, FDK Sweet, Mr. Gamer Web, Shooter XD, Noel Becher, Elke Imhof. Und natürlich haben wir auch noch den Fafa Tam, Pigas HD, Leon 2007, Tobias Lang, Paluten XP. Und die letzten vier: Fabian, Luis Küster, Benjamin D. und Redstone Minecrafter plus seine PlayStation 3 möchte auch noch gegrüßt haben. Was? Nur weiß ich auch nicht. Steht da plus PlayStation. Achso, okay. Ja. Alles klar. Achso, und dann haben wir noch einen, den Bananenkiller und sein Hund Fina. Oh, hallo an alle. Ja. Ich grüße euch alle herzlich. So, dann machen wir hier mal kurz Kritzelkratzel. So, Kritzelkratzel. Haben wir durchgestrichen. So, ja, ich würde sagen, ein bisschen haben wir noch Zeit, wollen wir nochmal, Orientierung, wollen wir nochmal rausgehen und mal draußen gucken. Wieso, was ist hier draußen? Noch nicht viel, aber vielleicht ist ein bisschen was. Und zwar gibt es ein paar Sachen, die ich mit dir zusammen anschauen wollte. Ja. Und zwar hat der Altschauerbär, da fehlt ein Mod, okay. Und zwar hat der... Warum kann ich das nicht bauen? Kannst du nicht? Nö. Hahaha! Xian ist so funky! Ja? So. Achtung, es könnte kurz laggen. Ja, es laggt kurz bisschen, ganz wenig nur. Ach du Scheiße, warte mal, ich muss erstmal das Holz hier wegbauen. Ja. Hier unten. Dieses nette Spielzeug, also ist eigentlich kein Spielzeug, ist äußerst interessant. Denn der liebe Herr Goomba-Gamba-Style hat hier etwas gebaut in einer Dimension des größten Wahnsinns. Ja, aber echt, das ist ja größer als deine Arena. Was ist das? Ja, okay, versuch mal reinzukrabbeln. Okay, da sind da Stühle. Okay. Eventuell. Ah, da ist eine Treppe. Ah. Okay. Hä, hey, kenne ich das schon? Ja, ich glaube, ich habe es dir mal kurz so gezeigt, ach so. Aber in die einem Video habe ich es noch nicht bekannt vor. Genau. Was aber ist eine? Lichter? Ja, ich traue mich nicht, es abzustellen. Ach so. Ah, Froster gehen aber trotzdem. Okay. Genau. Es sind fast 5000 Stühle. Oh, 5000. Ja. 5000 Stühle. Hallo, liebe Leute! Also, soweit ich weiß, irgendwie viel. Also, ich habe irgendwo mal geguckt, 4600 irgendwas. Das ist schon übel. Da passen viele Leute rein, ja, da oben. Da passen viele hin, ja. Da könnten wir vielleicht unser nächstes Fantreffen hier, machen. Xarok. Das hallo, hallo und herzlich willkommen zum dritten oder zweiten Fantreffen in Deutschland. In Deutschland. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Leider sind wir ausverkauft. Ein paar stehen noch draußen.
Ach, das kostet Eintritt. Ja, Plätze sind halt ausverkauft. Eintritt kostet keins. Achso. Oh Mann. Jetzt müssen wir nur noch so viele Spieler zusammenkriegen, dass sie da sitzen. Warte mal, ich setze mich mal irgendwo hin, dann schau, ob du mich siehst. Okay. So. Sitzt du? Ja. Oh, ich sehe dich. Oh, es sind doch nicht so viele Fans gekommen. Nuxieli, die ist einfach nur treuer Fan. Die kommt immer. Wo bist du denn jetzt hin? Hä? Wo bist du denn hin? Ich gehe unter die Arena. Achso. Kann man so laufen? Kommt man gar nicht rein. So, mal schauen, ob du mich jetzt noch findest. Ja, du sitzt in irgendeiner Seite drin, glaube ich. Ja. Warte, ich schaue nochmal nach, wie viele Teile sind. Da, 4658 Stühle. Das hat Zeit gekostet. Irgendwo da sitzt du. Ja, aber jetzt sieht man ja nicht, ob du mich siehst. Achso, ja, das stimmt. Ah, da, schau, da, ja, da ist... bin ich. Ich habe dich gesehen. So. Ja, dann habe ich endlich diese Konzerthalle auch mal gemacht. Wird mir nämlich mal Zeit. So, was haben wir hier? Das ist mit Mords. Müssen wir mal eine Mordfolge mit dir zusammen machen. Hast du schon was gestellt? Nee. Das ist nur unglaublich lange geladen. Aber es hat ja sogar bei mir geleckt. Ja, komisch, gell? Aber das hatten wir, gell? Ich glaube schon. Ich glaube auch mit dem Pool und den Sandkasten. Au, oh, das Ding, was so fliegt. Ja, ja, das hatten wir. Oh, das ist aber schon ewig her. Ja, das kann schon sein. Habe ich eigentlich auch mal in so einer Folge vorgestellt. Also mir sagt das jetzt gerade nichts, gell? Doch, doch, hatten wir schon. Wenn du das sagst. Ja. So, was haben wir hier? Sag's hier okay. Im Medienhaus. Schau. Aha, aha. Wo ist der Eingang? Natürlich, da wo die rosa Tür ist. Oh, ein rosa Smiley. Er hat sogar eine Nase. Welcome steht da, aber das Schild ist ja süß. Ich bin trotzdem reingekommen. Mist. Was ist das? Technikraum. Geh mal rein. Nö. Was ist das? Ich sehe schon Quietschenten. Hey. Ja, gut. Viel Spaß. Danke. Das sind meine Blubberblasen. Oh, ein Klopapier-Wandschrank. Wurzel mal ein bisschen was. Oh, ich darf nicht so aufsteuern. Ich passe nicht rein. Wollte da rein. Sieht geräumig aus. Duck dich mal. Geh nochmal hin. Warte. Ja, ja, warte. Lauf, du musst auch laufen. Sonst geht das nicht. Wir müssen zusammenarbeiten. Das geht nicht. Du bist so schwach. Warte, wir kriegen sie schon da rein. So, jetzt. Ducken. Mach ich doch schon. Verdammt, du bist echt zu fett. Hey. Ja, warte. Bin nee, ich fett, immer noch ich nicht. Bin warte. Groß. Toll. So. Da ist sie. Juhu. Oh, lauf mal. Oh mein Gott, da läuft eine Ratte. Habt ihr das gesehen? Guck mal. Da. Da. Ach du Scheiße. Ja, ist Xia, die Ratte. Komm her. Nicht raus. Raus. Kommst du alleine nicht raus? Nein. Okay. Hey, komm raus. Wie bist du denn da reingekommen? Ja. Kommst du jetzt raus? Oh, oh. Komm da nicht raus. Irgendwie sind raus. Ich helfe dir. Jetzt. Bitteschön. Danke. Schöne ja. Küche, aber ihm fehlt ein Kühlschrank. Wieso? Hier ist so kalt. Ach so, meinst du? Die Küche ist im Kühlschrank. Ein schöner Garten. Ja, oder Terrasse. Ich soll mich hier hinsetzen, okay. Oder ja, so balkonmäßig. Boah, das leuchtet ja voll. Wow. Da kannst du auch im Dunkeln noch irgendwas machen. Ja, lesen. Hübsch. Hübsch. Hübsches, hübsches kleines Etwas. So wie die Xialin. Hübsches kleines Etwas. Hey! Was? Hilfe! Oh. So, haben wir noch was? Schau mal. Von wem war das eigentlich? Hast du es gesagt?
Ich habe irgendwie das Gefühl, du hast es nicht gesagt und jetzt hast du es gelöscht, oder? Ja. Na super. Aber man hat es gesehen. Okay, sehr gut. Aber ich habe es echt nicht gesagt, ja. So, jetzt machen wir noch den kleinen versteckten Schalter von Macron. Ein kleiner versteckter Schalter? Ja. Okay, das weiß ich aber auch nicht. Schick mal. So, und jetzt? Ist aufgegangen. Und jetzt? Hey. Leuchtet es nach oben. Und da drin ist wahrscheinlich auch irgendwo ein Schalter oder sowas. Sensor? Steht was dabei? Ich schließe es mal. Hier ist ein Mechanismus, mit welchem ihr einen normalen Schalter eine zweite versteckte Funktion geben könnt. Hier ist ein Beispiel, beziehungsweise das, was ihr mit meinem Schalter machen könnt. Erstens, drücke den Schalter, um die Tür zu Mechanismus zu öffnen. Zweitens, haue mit dem Hammer auf dem Schalter, um das Licht anzumachen. Ach so. Okay. Cool. Was zur Hölle? Aha. Ah, durch den Sensor. Muss da die für die Tür offen sein? Oder geht das auch so? Ne? Das geht auch so. Ah. Das ist lustig. Das ist ja witzig. witzig. Hm. Wie geil. Coole Aha. Sache. Achso, das zum Öffnen ist wahrscheinlich nur, dass man sieht, wie es funktioniert. Ja, guck. Ja. Es geht nach vorne und aktiviert den Sensor. Nee. Wie bewegt sich, wenn du drauf hast? Soll ich nochmal draufhauen? Ja. Ja, ich darf nochmal hauen. Stell dir mal vor, Lichtschalter heutzutage mit dem Hammer mit anschalten. Mit dem Hammer. Duff. Hab immer deinen Hammer dabei, Duff. Sonst gibt's kein Licht. Und dann wundert man sich, dass irgendwann die Wand voll löchrig ist und die Schalter nicht mehr funktioniert. Hast du jetzt gesagt, von wem das ist? Ja, Macron. Ah ja, genau, ich erinnere mich. Vielleicht hast du es dir vorhin auch gesagt. Vielleicht, ich weiß es aber nicht Das ist mehr. Ja witzig. Ja, ist eine coole Idee, ja. Muss ich mir merken. So, ja, kommen wir am Ernst Ende der Folge. Eieiei. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, lasst einen kleinen Like da. Ich hoffe, Xelian sieht das genauso. Ja, natürlich. Like. Like it. I like it. Und dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, Menü.